Am Radio-Onkologie-Zentrum ist man seit Jahrzehnten Vorreiter im Bereich der Hyperthermie. Die Wärmebehandlung kombiniert mit einer Chemotherapie oder Strahlentherapie verbessert bei verschiedenen Tumorarten den Therapieerfolg einer Krebsbehandlung. Das Kantonsspital Aarau ist seit Jahrzehnten Vorreiter in der Schweiz im Bereich der Hyperthermie. Wir machen das seit 30 Jahren. Wir haben im Jahr 2014 das Schweizer Hyperthermie-Netzwerk gegründet. Hier sind 16 Zentren in der Schweiz wöchentlich zugeschaltet an einem Tumorboard, wo wir Patienten gemeinsam besprechen und festlegen, welche zu uns nach Aarau geschickt werden. In vielen Fällen können Patienten so geheilt werden oder man kann ihre Lebensqualität verbessern. Das Kantonsspital Aarau ist Teil eines großen europäischen Forschungsnetzwerks von Universitäten und Spitälern, das an einem EU-Horizon-Hyperthermie-Forschungsprojekt arbeitet. Das Forschungsprojekt würde ich als wegweisend bezeichnen für die Hyperthermie. Es haben sich hier wirklich die größten europäischen Zentren zusammengetan, und zwar große Zentren in Deutschland, in Holland, auch in Italien, in Schweden. Und das Ziel ist wirklich, die Hyperthermie auf ein neues Niveau zu bringen, beziehungsweise eine Individualisierung von der Behandlung zu erreichen. Das Kantonsspital Aarau hat 2014 das schweizweite Hyperthermie-Netzwerk gegründet, wo sich wöchentlich 16 Zentren an einem Tumorboard zuschalten. Das Verfahren ist seit 2017 von den Krankenkassen anerkannt.